Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play vom Prince of Persia, The Lost Crown. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Ja, wir befinden uns im Turm der Stille und was soll ich sagen, wir haben hier jetzt ordentlich die Nebenaufgaben vorangetrieben. Da haben wir sie. Wir haben einmal die Mondsucher-Quest abgeschlossen und haben somit einen fünften Heiltrank. Wir haben auch den letzten der verlorenen Krieger befreit und sollen nun zu Ardashir, um ihn zu warnen. Ja, hier werden uns noch ein paar Geistersandgefäße fehlen, die sind ja auf der ganzen Welt verteilt. Aber wir haben das letzte Rätsel der Architektin gefunden und müssen es nur noch entschlüsseln. Das werde ich gleich auch nochmal versuchen, wobei ich auch ein wenig neugierig bin, was hier oben wohl versteckt sein mag. Geld. Okay. Und da oben scheint es weiter rauszugehen. Oh, 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 oh. Das sieht doch hier nach Fariba aus. Okay. Hallo, Sargon. Hallo, Fariba. Liebe Gute, verkauf uns mal die letzte Karte hier. Verleihe mir dein Auge des Wanderers. Ich ergänze die Informationen, die ich über dieses Gebiet habe. Ich sage so großzügig letzte Karte, aber vielleicht kommen ja noch irgendwelche Teile dazu. So, ach du Heiliger. Eieieiei. Wir hatten irgendwo... Hier, Leute, hier steht verstecktes Dorf. Hier wollten wir auch nochmal hin. Das scheint auch ein komplett neues Gebiet zu sein. Aber egal, hier geht es auf jeden Fall noch ordentlich weiter. Der Bereich bei der Schmiede ist gar nicht so groß. Ja, aber wir wollen jetzt erstmal das Rätsel lösen und noch ein bisschen mit Fariba reden. Hast du noch etwas entdeckt? Psst, König Darius. König aller Könige ruht im Turm der Stille. Hier wurden viele Könige und Königinnen zur Ruhe gebettet. Selbst die Götter kommen, um ihm Respekt zu zeigen. Hallo, Sargon. Dieser Ort ragt über der Stadt auf. Der König wollte die Stadt nah an den Göttern bauen. Legenden zufolge kann man vom höchsten Gipfel aus in die Vergangenheit blicken. Okay. Manchmal glaube ich, du erlaubst dir einen Spaß mit mir. Na, hallo, Sargon. Ich halte es für sehr bis wahrscheinlich. Mal. Bis dann. Hallo, Sargon. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Gut, gut, Leute. Also, hier haben wir die gute Fariba, die uns jetzt noch die Karte hier verkauft hat. Hier oben wollen wir nicht weiter. Wir wollten uns das Rätsel nochmal anschauen. Erstmal kommen gleich wieder die Schwertmeister. Vielleicht dürfen wir die einfach nicht bekämpfen. Oh, war ich mal wieder viel zu früh mit meinem Block. Ein Tritt in den Rücken kann auch entzücken. So, meine Idee war es ja, dass wir uns so stellen, dass kein Riss mehr zu sehen ist. Das Problem ist, dass Sargon sich dreht. Oder müssen wir... Ja, ja! Schon das zweite Mal, dass wir das brauchen. Wir haben das letzte Rätsel geknackt, Leute. Oh, 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 haben wir jetzt nicht sogar noch... Nee, wir haben ja gerade erst unsere Lebensenergie erhöht. Also ist noch einmal drin. Und damit haben wir, glaube ich, auch alle Rätsel hier geknackt. Waren hier nicht zwei Schwertmeister? Ach da, wo kommt der denn auf einmal her? Ja.
Was mich nur ein bisschen stört ist, wir haben hier noch keine Statue gefunden zum Teleportieren, oder? Da oben die Ecke haben wir ja auch noch nicht. Hier unten könnte vielleicht irgendwo eine sein. Da oben waren wir auch noch nicht. Da ja auch noch nicht. Da haben wir noch einige Plätze. Das können wir wegnehmen. Das haben wir jetzt schon gemacht. Und das versteckte Dorf. Also hier. Das war auch jetzt Rätsel Nummer 4. Also Rätsel Nummer 4 hat gelöst. Ist jetzt auch gelöst. Ich gehe einfach mal weiter links in der Hoffnung, dass wir da noch eine Statue finden. Weil ich würde gerne die Quest der Architektin abschließen. Entschuldigung. Ich würde nämlich interessieren, ob wir da jetzt eine besondere Belohnung erhalten. Keine Statue auf dem Turm der Stille platziert. Oh. Die kommen ja wieder. Stimmt, die haben mich ja schon beim ersten Ausflug hier hingenervt. Hier kommen wir bei der Schmiede wieder raus. Und hier ist auch noch irgendwo eine Schatztruhe. Das blinkt ja schon wieder. Aber das Blinken fängt erst hier an. Wahrscheinlich über uns, würde ich mal behaupten. Dann ist natürlich blöd, weil wir nicht genügend Zeit haben, wegzuspringen, wenn die Stacheln kommen. Ach, da haben wir die Schatztruhe. Schauen wir mal, was hier drin versteckt ist. Noch ein Amulett. Feuerfalke. Pfeile werden zu Brandpfeilen. Der Gegner erleidet einen Verbrennungseffekt. Das finde ich auch sehr, sehr nice. Nur noch 4 Schätze im Turm der Stille. Und hier muss doch auch irgendwo so eine Oma-Statue sein. Ich meine auch, wir hätten hier irgendwo diese Verzerrung gehabt. Ach, so hatte ich es eigentlich nicht vor. Hier haben wir anscheinend noch einen Sammelgegenstand. Figur des Gottes Vayu. Der Gott des Windes fegt jegliche bösen Geister hinfort. Ja, 2 von 5 Sammelgegenständen. Gut. Ja,
Wir kommen ja hier wieder in die Schmiede, Leute. Ich will einfach wissen, dumm. Hallo, Kahiber. Ich will einfach wissen, was uns die Aufgaben bringen, wenn wir jetzt Adashir warnen, wenn wir zur Architektin gehen. Moment, das können wir doch sehen, die Belohnung. Ja, hier kriegen wir auf jeden Fall nochmal einen kompletten Lebenspunkt. Das ist nicht schlecht. Nochmal eine Soma-Baumblüte. Dann hätten wir schon wieder zwei. Und die könnten wir eigentlich auch mal abgeben, damit wir da auch da den nächsten Schritt sehen. Ja, wir machen das einfach. Weil es mich interessiert. Ich glaube, wenn wir jetzt tatsächlich weiter hochgehen, begeben wir uns schon ziemlich zum Finale des Spiels, zum Ende. Und ich würde vorher doch gerne hier die Aufgaben erledigen. Ich weiß auch nicht, ob wir danach einfach weiterspielen können, um hier noch ein bisschen zu erforschen und die Sachen zu sammeln, die uns noch fehlen. Also erstmal hier die Geistersandgefäße nutzen. Gib wieder Geld. Leute, ich würde sagen, und da haben wir ja jetzt auch noch das den Damaszener-Barren. Dürfte ja jetzt auch wieder ein Schatz sein. Und was ist die nächste Belohnung? Volle Lebenspunkte. So, und ich glaube, das dürfte auch die letzte Prophezeiung sein. Das heißt, uns fehlen nur noch 4 Geistersandgefäße. Das können wir ja überprüfen. Wir haben in der Oberstadt 1, das uns fehlt. Im Heiligen Archiv haben wir alle, hier haben wir alle, in der Unterstadt haben wir alle, im Tiefen haben wir alle, Grube der ewigen Sande, versunkener Hafen. Im stürmischen Meer fehlen uns noch Schätze, die sind bestimmt hier oben. Im versteckten Dorf ist noch ein Geistersandgefäß und hier sind noch 2, das machen 4. Das sind die letzten 4, die fehlen. Dann haben wir auch diese Mission abgeschlossen. Und sobald das Fresko vollständig ist, werden wir auch den Text nochmal in Ruhe lesen. So, und jetzt sollen wir da unten hin. Nicht, dass wir auch gegen Adashir kämpfen müssen. Und der Ort ist nicht so sicher, wie du glaubst. Da komme ich mit meinem Chakram rein. Aber wir haben das ja auch schon geöffnet. Nicht du auch noch, Adashir. Ich kann nicht. Du stürzt dich immer als Erster in die Schlange. Zögere jetzt. Meine Hand ist ruhig, General. Ich verspreche es. Oh. Okay, den Fall kriegen wir natürlich nicht geblockt. Oh, geht uns da noch ein, der hat alles. Fällt dir ein, schmecke dies. Ja, das Einfrieren nervt ganz schön. Und Gift, der hat echt alles. Gerne meine Kräfte hier von jemandem wieder blocken. Moment.
Moment mal, was haben wir vorhin gelesen? Aua. Vorhin ist gut. Das hier auch. Jetzt habe ich beide Heiltränke getrunken. Aber wir haben doch gleich. Jawoll. Finde Frieden, General. So, 23 von 26 Schätzen, eine Xerxes-Münze fehlt. Dann schauen wir mal. Wir haben ein weiteres Soma-Baumblütenblatt. 24 von 26. Und wir haben einen Schlüsselgegenstand, die letzte Insignie von Persepolis. Ardashir wurde während seiner Zeit als Anführer wie ein Vater geliebt. Selbst Soldaten, die in ihre Reihe gezwungen wurden, respektierten und bewunderten ihn. Persien und seinen Männern treu ergeben, war er neben Anahita eine der mächtigsten Kräfte der persischen Armee. Das erklärt jetzt auch hier die Leichen, die hier liegen. Ich dachte schon beim ersten Mal, als wir hier waren, dass es sich um Rathien handelt, der wir immer noch nicht begegnet sind. Da habe ich auch, ich sag mal, ein bisschen Angst vor, ihr noch gegenüberzutreten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch noch passiert. Schon wieder nach uns treten. So, Leute, also, die war ja hier oben. Wo war sie? Hier war sie. Das heißt, wir müssen den Tempel bei Nacht gleich reisen. Und dann wollen wir auch noch ihr Rätsel knacken. Wobei, das haben wir ja schon geknackt. Wir müssen es gleich nur richtig machen. Achte mal. Hab ich gerade richtig gesehen? Ach so, klar, weil wir ein neues Amulett haben, ne? Deswegen... Ja. Also, Tempel bei Nacht. Architektin. Welches war das erste Symbol? Das hier. Nee, war es nicht das erste? Ich gucke nochmal. Rätsel Nummer 1 hatten wir hier. Das war das. Rätsel Nummer 2 war dieses X. Mit den Pfeilen drin. Das war doch Rätsel Nummer 1. Okay, nicht mit den Chakram. Rätsel Nummer 3.
4 war auf jeden Fall gerade das, was wir gemacht haben. Das aktuellste. Aber wo ist Rätsel Nummer 3? Genau, 4 war das da. Ach klar, Rätsel Nummer 3. Die Schlange. Und 4. Dieses Karo. Das ist 4. Das ist Rätsel Nummer 3. War das jetzt 4? Nein, das war 4. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Das ist gar nicht geklingelt. So, Nummer 5. 5, 6 und 7. 6 waren die Dreiecke. 5 ist diese Pfeilspitze ähnlich. Die Dreiecke 7, 8 und 9. 7 ist das Wabenmuster, sage ich mal. 8, ja, dieses vollgepackte Zickzack-Sternchen. Und 9, das letzte, das dann übrig bleibt. Das ist 8. Gott, das müsste ja dann 7 sein, ne? Nein, wäre das andere 7 gewesen. Ich werde bescheuert hier. 1. Da kommt Nummer 3. Muss noch mal wegen 4 und 5 gucken. 6 waren auf jeden Fall die Dreiecke und 4 war das, was wir eben gemacht haben. Aber ich habe es ja schon mal mit einem anderen verwechselt. 4. 6 waren die Dreiecke und 5 war die Pfeilspitze. Jetzt die Dreiecke. Und das ist dann das Wappenmuster, was danach kommt. Dann ist das das letzte. Und jetzt fehlt ja nur noch das, was wir noch nicht angeschlagen haben. Ist das nicht unglaublich? Ist es. Ich dachte schon fast, es gibt keine Lösung. Zwischenzeitlich habe ich das auch gedacht. Ich kann verstehen, wenn du meine Konstruktionen etwas sonderbar findest. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Ich meine, ja, einige waren darauf ausgelegt, Leute zu töten. Die mag ich am liebsten. Was ich sagen will, ist, die Stadt ist voller Wunder, wie sie die Welt nie gesehen hat. Ich wusste es. In meiner Werkstatt ist ein Geschenk für dich. Nur zu. So, auch das haben wir abgeschlossen. So, und in der Werkstatt wird ja dann wohl auch das jetzt liegen. Oh, wir haben hier sogar Sammelgegenstände, Leute. Interessant. Wir haben einmal ein astronomisches Gerät, ein Entwurf für einen Mechanismus auf einem Gipfel, ein mechanisches Modell des Sonnensystems, um die Planeten und Sterne zu verfolgen. Dann haben wir hier Mathematik-Rechengerät. Dieses Gerät hilft, Gleichungen schneller zu lösen. Persische Architekten kennen Geometrie, abstrakte Muster und Mathematik sehr gut. Dann haben wir hier Dekret des Königs. Das Siegel auf dem Papyrus ist noch sichtbar. Hier steht Ernennung von Mariam
der Tüchtigen zur Architektin durch König Darius dem Großen. Hier liegt noch etwas. Die Architektin und der König. Darius, mein treuer Freund, ich setze diesen Brief auf, um meinen äußersten Dank für eure kürzliche Beteiligung an meinem streng geheimen Projekt auszudrücken. Eure unerschütterliche Unterstützung und die kreative Freiheit, die ihr mir gewährt, sind für die Umsetzung meiner Visionen von unermesslichem Wert. Ich kann euch mit großer Freude darüber informieren, dass ich eine sensationelle Technik zum Sammeln von Atra entdeckt habe, eine wichtige Ressource für meine nächste Schöpfung. Diese neue Methode wird unser Verständnis von Raum und Zeit revolutionieren, wodurch wir auf völlig neue Art und Weise eine Verbindung mit dem Universum eingehen können. Es ist eine Leistung, die nie zuvor vollbracht wurde, und ich fühle mich zutiefst geehrt, die Möglichkeit zu haben, eurem majestätischen Königreich eine solche Innovation darzubringen. Zwar möchte ich meine aufrichtige Entschuldigung für die bedauerlichen Verluste unter den Arbeitern bei meinen neuesten Bemühungen zum Ausdruck bringen, doch seid gewiss, dass ihr Opfer lediglich ein kleiner Preis für den Ruhm eures Königreichs ist. Ihre Namen werden auf ewig in den Annalen unserer Geschichte verewigt sein als Märtyrer für den Fortschritt. Erneut möchte ich euch für eure nie endende Unterstützung danken und ich schwöre im Dienste eurer ruhmreichen Herrschaft weiterhin nach Exzellenz zu streben. Eure Freundin und loyale Architektin Mariam, Architektin des Berges Kaf. PS, ich habe versäumt, die Nachricht hinsichtlich der Fertigstellung der Verteidigungsanlagen der Burg, wie von euch gewünscht, zu übermitteln. Seid versichert, dass die Anlagen innerhalb der kommenden 2 Mondzyklen voll funktionsfähig sein wird. Ihre beeindruckende Wirksamkeit wird die Angriffe von Piraten und Söldnergruppen, die beharrlich unsere Häfen überfallen, aller Voraussicht nach effektiv abwehren. So, und hier haben wir nun einen Schatz. Also Sammelgegenstände fehlt jetzt nur noch einer und wenn wir diesen Schatz öffnen, fehlen hier auch nur noch 2 Schätze in der Oberstadt. Und hier kriegen wir noch einen Lebenspunkt hinzu. Den können wir für das Finale, das meines Erachtens nicht mehr weit vor uns liegt, sehr gut gebrauchen. Ja, und ich würde auch noch mal mit ihr sprechen. Meine Erinnerungen kommen zurück. König Darius. 30 Jahre sind vergangen. Ich hoffe, ich bin seiner Vision gerecht geworden. Wird man sich an meine Arbeit erinnern? Der König hatte die Vision, dass die Pracht der Zitadelle für alle Zeiten erhalten bleibt. Ich finde, er hat dafür die richtige Person gewählt. Er wäre beeindruckt von den technologischen Wundern. Du hast mir ein großes Geschenk gemacht. Weißt du? Indem ich deine Rätsel gelöst habe? Ja, aber nicht nur das. Das wahre Geschenk ist, dass du dir Zeit genommen hast, dich mit meiner Arbeit zu befassen. Du hast mein Lebenswerk gewürdigt. Ja, anders kann man das nicht nennen. Einige waren echt knifflig. Im Gegenzug verrate ich dir ein Geheimnis, das die Gebäude hier durchdringt. Und was ist das? Simurgh lebt. Möge deine Reise dich erfüllen. Simurgh lebt. Ich habe die Vermutung, dass Faribar Simurgh ist. Schon wegen der Feder, die sie im Haar hat. Okay, Ja, das will ich gerade nicht machen. Wir schauen mal auf unsere Nebenquests. Es sind nur noch die Geistersandgefäße. Waren das nur 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nebenquests? Oder kommt da vielleicht sogar noch was? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal ganz kurz auf unsere Sagenobjekte. Wie viele uns da jetzt noch fehlen. Da haben wir ja auch gerade noch mal gut gesammelt. Noch 8. Noch 8 Sammelgegenstände, Leute. Noch 4 Geistersandgefäße. Noch 8 Sammelgegenstände. So. Da waren wir noch nicht. Und hier haben wir einen Teleporter.
Ich will halt auch unbedingt jetzt hier in dieses versteckte Dorf. Ich will wissen, was es damit auf sich hat. Die denken auch, sie kommen so einfach davon, nur weil sie fliegen. Ah. Okay, Soma-Baum? Ja, genau hier. Zum Soma-Baum müssen wir teleportieren. Und ab geht es ins versteckte Dorf. Hey, hör auf uns zu treten. Das gehört sich nicht. Sind wir gleich schon da. Die ewige Flamme im Osten des Berges Kaf brennt schon, seit sich das Gebirge geformt hat. Jahrhundertelang wurde Atras Glut geschürt. Sie führt Seeleute durch die dunkle Nacht und vertreibt die Finsternis in uns allen. Und beim Vorlesen merke ich, das haben wir schon vorgelesen. Und jetzt habe ich gesehen, wie es hier weitergeht. Und hier liegt noch ein Sammelgegenstand. Von Simok gesegnet. Ahura Mazda, mögest du Simok segnen, sodass er dafür uns seinen Segen schenkt. Eines Tages erhob sich Simok in die Lüfte und brachte die Blätter des Soma-Baums zum Beben, wobei diese einen Schwall von Samen sämtlicher bekannter Pflanzen freisetzten. Diese Samen, die von Vayuvata, den kosmischen Winden, in die Höhe getragen und von den Tränen Tishtrias, dem himmlischen Regen, genährt wurden, umkreisten den Globus, setzten sich in unzähligen Pflanzen fest und wurden so zum Inbegriff des Pflanzenlebens auf der Erde. Die himmlischen Samen besaßen die Kraft, alle Leiden zu heilen, die die Menschheit plagten. Simok nimmt die Form eines göttlichen Vogels mit gewaltigen Flügeln an und strahlt eine immense Präsenz aus, die sogar einen Elefanten in den Himmel heben kann. Sein Gefieder schimmert wie poliertes Kupfer, ein unvergesslicher Anblick im Reich der Sterblichen. Dieser Gott besitzt Zähne und hegt eine erbitterte Feindschaft gegen die Schlangen der Erde. Er findet es behaglich, wo reichlich Wasser fließt, und wählt solche Zufluchtsorte als seinen natürlichen Lebensraum. Simok hat die Vernichtung der Erde schon dreimal miterlebt. Er besteht nun seit Äonen und hat sich im Laufe der Zeit ein unvergessliches Wissen eingeeignet. Diese Gottheit übernimmt die heilige Aufgabe, die Länder und die Gewässer, auf die es trifft, zu säubern, und dient als lebenswichtige Schnittstelle zwischen dem irdischen und dem himmlischen Reich und als heiliger Abgesandter. Als Omen göttlicher Akzeptanz erscheint Simok gelegentlich in Form eines Vogels, der auf dem Kopf oder den Schultern auserwählten Monarchen thront. Mit diesem ehrwürdigen Zeichen bekräftigt er die Anerkennung von Ormuzd, der höchsten Gottheit,
und zeigt die heilige Präsenz des Auserwählten im irdischen Reich. Ah, noch ein Schatz, ein Geistersandgefäß und ein Sammelgegenstand. Vor dir haben wir keine Angst mehr, mein Freund. Wir können ihn nicht schnappen oder uns zu ihm hochziehen. Warum nicht? So, egal. Er ist erledigt. Wow. Moment. Ah. Oh, Leute, verdammt. Wow. Wir brauchen was zum Sprengen, aber vielleicht finden wir hier was. Ich hoffe es einfach mal. Oh, das war glaube ich so nicht gedacht, aber naja. Es sind auch nur die Grauen, die uns umbringen. Okay. Oh, nein, da hätten wir an die Wand gemusst. So wie wir das hier auch machen. Oh Mann, die Stelle ist aber auch so übel, Leute. Und das Schlimme ist, wir haben so viel Schwung drauf. Ich glaube, wir müssen den Schwung ein bisschen rausnehmen. Ich glaube, wir dürfen nicht mit so viel Schwung darüber. Ihr seht es ja gerade selber. Je weiter wir davon weg sind, desto mehr Schwung kriegen wir natürlich. Ah, Mist. Aber auch Passagen hier, Leute. Das Traurige ist ja an dieser Stelle, wir haben es geschafft. Okay, Leute. Das Traurige ist, okay, wir haben es noch, dass die meisten Sprungpassagen ja nicht wirklich gut belohnt werden. Mit irgendwelchen tollen Amuletten oder sowas. Die Passage geht ja weiter. Oh, oh, okay. Wir sollten nach unten lang, wenn wir oben einen Vogel haben. Ich glaube, das wird sonst kritisch. Lass uns in Ruhe. Oh. Hat das Ganze ein Ende? Und es regnet Zeitkristalle. Oh Gott, und hier ist auch noch was. Ein Leuchtturm. Aber es gehört zum Versteckendorf. Okay.
Hier ist auch irgendwo Fariba, oder? Oh, hier haben wir einen Geheimgang. Und wir finden einen Damaszenerbarren. Leute. Wir haben gerade mal festen Boden. Ich wollte nur gucken, ob da was ist. Okay, da habe ich jetzt gar nicht drauf geguckt. Wir haben den oberen Teil hier im stürmischen Meer entdeckt. Leute, 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 wie geil ist das? Wir haben noch einen Schatz mit Cyberstein. Das war doch klar. Ah nein, nicht du. Nein. Das war noch nicht alles, oder? Doch. Okay. Also. Stürmisches Meer. Es fehlt nur noch ein Schatz. Und das müsste das sein. Dann haben wir auch das stürmische Meer abgeschlossen. Jawohl. Also auch das stürmische Meer. Das Blöde ist nur. Jetzt kommen wir wahrscheinlich. Jetzt müssen wir diesen blöden Weg ins versteckte Dorf nochmal machen, weil wir hier ja auch noch was haben. Und ich gar nicht weiter oben geguckt habe, sondern einfach da am Rand rüber gesprungen bin. Aber ich hatte auch nicht auf dem Zettel, dass wir da unten jetzt im stürmischen Meer landen könnten. Okay, das Mittelstück scheint es nicht zu geben. Ach, die Nervenden, die habe ich ja ganz vergessen. Können wir uns heilen und dann werde ich auch hier nochmal speichern. Ja. Ja, wir speichern hier und dann können wir weiterreisen. So, und da wir gerade bei einer Dreiviertelstunde sind, würde ich auch sagen, dass ich das Video an dieser Stelle beende, aber wir haben schon wieder einen Bereich komplett. Versunkener Hafen komplett. Ich guck nochmal, ja. Versunkener Hafen komplett. Stürmisches Meer komplett. In die Grube der ewigen Sande müssen wir noch für eine einzige Xerxes-Münze. Ich kann mir vorstellen, dass die hier in diesem Bereich irgendwo rumliegt oder in einem der großen Bereichen irgendwo in der Mitte. Vielleicht auch hier bei diesem komischen Aufstieg. Das wird schwer, die noch auswendig zu machen, weil wir hier auch keinen ausgegrauten Bereich, außer hier bei den Zacken haben. Oder halt hier bei diesen großen Sachen, aber da ist nichts ausgegraut.
Das heißt, das ist meine einzige Sorge, dass wir die Xerxes-Münze in der Grube der ewigen Sande nicht finden. Die Tiefen sind also fertig. Also diese Reihe hier, die haben wir komplett. Das war das erste, es war ja auch nur ein kleines Gebiet. In der Unterstadt finden wir noch eine Münze und zwei Schätze. Das könnte auch ein bisschen knackig werden. Oder haben wir noch eine Aufgabe? Moment, ein Schatz müsste tatsächlich die letzte Aufgabe sein hier. Das heißt, es fehlt eigentlich nur ein Schatz und eine Münze. Könnte auch knifflig werden. So, das Heilige Archiv. Zwei Schätze, drei Münzen, ein Sammelobjekt. Hier haben wir noch die beiden. Und wir müssen dieses Rätsel lösen. Das wird uns ja auch nochmal irgendeine Art Belohnung geben. So, in der Oberstadt. Ein Sammelgegenstand, zwei Schätze. Da könnte das der Fall sein. Oder hier, wo wir auch ein paar Sachen markiert haben. Hier gibt es ja noch einiges und hier geht es ja auch noch weiter. Aber wir haben schon gut vorgelegt, Leute. Also ich glaube, für das komplette Sammeln sind wir gut dabei. Aber es wird noch die ein oder andere knifflige Stelle geben. In der Not werde ich dann tatsächlich mal nach einer Karte schauen, die alles zeigt, um dem auf den Grund zu gehen. Aber bevor ich das mache, würde ich es lieber aus eigener Kraft versuchen. Ich mag das nicht immer nach irgendwelchen Lösungen zu gucken. Aber bevor wir uns hier tot rennen, tot suchen und die Videos länger werden, mache ich das dann lieber so. Okay, ich würde mal fast behaupten, ja, abgesehen hiervon, dass dies dann auch die ganze Karte ist. Ich hatte zuerst gedacht, dass wir hier noch einen Bereich finden oder hier, aber mittlerweile glaube ich das nicht mehr. Ich bin eh der Meinung, dass wir uns hier so langsam Richtung Finale begeben. Ja, okay, Leute. Gut, ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Prince of Persia The Lost Crown wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Gehabt euch wohl, euer Rönne.